meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei TuS Kochtour eingeschaltet habt und heute gibt es wieder ein richtig leckeres, würziges Rezept, nämlich Gulasch. Und das Besondere dabei ist, anstatt Fleisch nehme ich Jackfruit und dazu zeige ich euch die Zutaten. Ihr braucht Jackfruit, Kartoffeln, die habe ich bereits gewürfelt, Paprika, Zwiebel, Gemüsebrühe, Traubensaft, Knoblauch, das habe ich auch bereits fein gehackt, dann Tomatenmark, Salz, Paprika edelsüß, Thymian, Pfeffer, Lorbeerblätter und Chiliflocken. Als erstes gehen wir nach hinten und werden die Kartoffeln in Öl dann etwas anbraten. Sobald die Kartoffeln jetzt scharf angebraten sind, schüttle ich die dann extra in eine andere Schüssel rein. Die Kartoffeln stelle ich jetzt kurz zur Seite und brate dann in dem heißen Topf die Zwiebeln und die restlichen Zutaten dann auch an. Sobald die Zwiebeln schon goldgelb sind, gebe ich dann die Jackfruits dazu. Dann Paprika und vermische das dann kurz. Als nächstes kommt dann Tomatenmark hinzu und die restlichen Gewürze. Jetzt kommen die Kartoffeln dann hinein. Zuletzt kommt dann Gemüsebrühe noch hinzu. Ich gebe jetzt dann den Deckel drauf und lasse es köcheln. Musik.
Nach 20 Minuten ist der Gulasch auch fertig und jetzt gebe ich das Ganze in die Schüssel hinein. Und so ist das Gulasch mit Jackfruit auch fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie immer findet ihr unten in der Infobox alle Mengenangaben. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!